So, willkommen zurück zum Let's Play nach langer Zeit. Ja, ich habe ja erwähnt, dass es in letzter Zeit viele Sachen gab, wo ich halt einfach nicht spielen konnte, Let's Playen konnte. Und wenn, hatte ich entweder keinen Bock zu Let's Playen, sondern nur einfach so alleine spielen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach wieder an. Und ich versuche jetzt wieder mehr hochzuladen, weil wer mein Bulletin gelesen hat, der weiß, was alles dazwischen kam und so, ja. Deswegen starten wir mal diese Schlacht. Ich konnte mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß, dass es unter Umständen relativ schlecht aussehen könnte. Des Weiteren will ich mich bedanken zu den über 200 Abonnenten. Da kommt demnächst auch ein Abonnenten-Special. Ich muss mir nur noch ein bisschen überlegen, was ich machen will. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr die mal unten posten. Ja, ich habe da eine Idee. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen absurd ist, vor allem weil das schon ein bisschen durch ist. Aber da ich ja in dieser Zeit nicht Let's Played habe, ich muss mal überlegen. Da muss ich mal ein bisschen reden hier, ein bisschen reden da. Deswegen mal schauen, wie ich das machen soll. Lustig wäre es auf jeden Fall, glaube ich. Deswegen mal was anderes zu Total War. Ja, und des Weiteren habe ich mir überlegt, dass ich ein drittes Spiel Let's Playen will. Da bin ich an drei Spielen. Das sind drei. Am überlegen. Ne, zwei. Zwei. Zwei, zwei. Ja, zwei Stück. Genau, das eine Spiel wäre The Third Age Total War. Mal wieder. Ah ne, doch, sind drei Spiele. Also The Third Age Total War. Dieses Mal nur so, dass. Ja, die das alles ganz einfach so läuft, dass ich alle Völker spiele und die Geschichte so ein bisschen selber bastel. Das wollte ich schon immer mal machen, also die Herr der Ringe Geschichte selber, so natürlich mit Toggle-Foe-Karte, damit ich das dann auch alles planen kann und auch so eine eigene, ein bisschen so eigene Sachen machen kann, so einbauen kann. Darauf hätte ich mal Lust. Oder was auch gehen würde, wäre das Add-on von Shogun, The Fall of, nee, The Rise of the Samurai, würde auch gehen. Und was hatten wir noch als dritte Möglichkeit, überlege ich gerade. Ich habe es total vergessen, ich muss sagen. Warte mal, ich überlege, dann sage ich es euch. Was mir noch einfällt. Oh, unsere Armee ist ziemlich dezimiert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Sizilien halten können. Ich glaube, ich Sizilien hier. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich hoffe es auf jeden Fall. Weil das wäre sonst etwas blöd. Ich hau jetzt erstmal alles in das Haus rein, kein Quadrat mehr bilden kann. Damit die feindliche Kavallerie die nicht einfach so platt macht. Ist ja nämlich auch ein bisschen schade so. Ich glaube, ich werde dieses Mal diese Fences aufstellen, diese Zäune. Weil ich extreme Angst vor der feindlichen Kavallerie in der Schlacht hier habe. Ja, die Artillerie werden wir mal irgendwo anders aufstellen. Ich würde sagen, mal hier. Das muss ich hier aufstellen. So. Dann mal gucken, was kann man denn noch machen? Dann mal gucken, was kann man noch machen? Unsere Abwehr etwas zu verstärken. Was könnten wir dafür noch tun? Wir könnten es so machen, aber ich weiß nicht, ob das so intelligent ist. Mal schauen. Wir werden wieder relativ schnell herausfinden, glaube ich, sobald die feindliche Kavallerie uns überrennt. Da wird man auch diese Fences hinstellen. Die bekommen heute mal dieses Teil hier gesponsert. Wobei, nee, doch nicht.
sind die immer so unbeweglich, die Dinger. Die stellen wir mal dahinter auf. Geben den zu Vorsicht. Ne, sollen die einen Fans geben? Nee. So, okay, dann go. Oje, da drüben habe ich vorhin auch nochmal eine andere Full Stake gefunden. Also das ist ja nur die kleine Truppe von denen. Die macht mir ja schon Angst. Oh oh. Ich glaube, wir müssen in Spanien mal wieder eine große Armee ausbauen, also rekrutieren. Um dann noch Italien zu erobern, weil mein Ziel ist es, eigentlich für die Kampagne so lange zu spielen, bis der Napoleonische Krieg vorbei ist. Dann ist das Spiel auch vorbei. Also ich habe mir keine Ziele gesetzt, was ich erobern will. Einfach nur so viel, wie man in der Zeit schaffen kann. Und das werde ich auch mit allen anderen Total War Spielen machen. Die ich jemals spielen werde. Ja, da muss ich mal ein bisschen. Das ist einfach so, weil ich das einfach viel, viel besser finde, als wenn man da die ganze Welt erobert, weil das A unrealistisch rüberkommt. Weil, nee. Im Prinzip ist das mit Spanien so schnell gar nicht möglich. Vor allem bei der Mod hier, wo die Rebellen immer so riesige Armeen haben. Das ist das Einzige, was mich bei dieser Mod ein bisschen ankotzt. Von dem normalen Napoleon hat es immer irgendwie gereicht, aber hier ist es ein bisschen übertrieben so. Ja, ich fände es übrigens auch nice, wenn die auch ab und zu mal so schießen würden und so, ja. Ich glaube, unsere Artillerie ist verbuggt. Das wäre natürlich auch absolut toll. Wären die Jungs im Arsch jetzt? So. Also sie marschieren langsam vor. 2, 3, 4 Einheiten Linieninfanterie. Meistens mit 3x2 Erfahrung und 1x1 Erfahrung und eine Einheit Dragoner, 2 Einheiten Dragoner und was ist das da hinten? 3 Einheiten Dragoner mit jeweils 2 Erfahrungen und eine Einheit Artillerie, 12 Finder mit 3 Erfahrungen. Ach, die haben ja auch, die haben auch 3 Erfahrungen, oh Gott. Und die da? Auch, oh mein Gott, ich habe das gar nicht so richtig gesehen gerade und die auch, aua. Autsch, ja. Das ist etwas fies hier so. Aber wir haben ja unseren Wall hier. Und auf jeden Fall werden wir so viele von diesen Rebellen in den Tod reißen wie möglich. Und ich finde es echt extrem scheiße, dass nur eine Artillerie feuert. Ich werde es einfach mal so lange aufnehmen, wie ich Bock habe. Ich spule hier mal ein bisschen die Zeit vor, weil langsam wird es ein bisschen nervig. Vor allem, ich töte sowieso nichts per Artillerie. Oh, 3 Kanonen schießen jetzt schon. Oh, oh, jetzt schießen alle. Ist ja nice. Hallo, Reiter. Oh, das ist nicht so nice. Die Artillerie soll nicht auf unsere Truppen schießen hier, sondern da rein ins Feld. Taktischen Rückzug.
nochmal vielen Dank an alle, die in dieser ganzen Zeit, wo ich nicht aktiv war, bei mir geblieben sind. Das waren, glaube ich, sogar alle. Das finde ich sehr nett von euch, weil ich habe es einfach irgendwie mal keine Lust und bin nicht einfach hingekommen. So. Aber ihr seht, ich fange wieder an, habe auch schon neue Projekte, neue Ideen und deswegen bin ich da guter Dinge. Dann weiter würde ich erstmal sagen, dass es folgendermaßen aussieht, dass, ja, ich habe ein kleines Problem, das neue YouTube-Design. Ich kenne mich damit noch gar nicht aus, ich hoffe, dass die das bald ändern, weil ich bin nicht der Einzige anscheinend, dem es so geht. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwelche Playlists da macht oder hinzufügt oder weiß Gott was. Das muss ich dann alles im Nachhinein wieder machen. Oder jemand kann mir das sagen. Und ich bin immer gerne gewollt, euch eure Fragen zu beantworten, wenn ihr welche schreibt. Aber Leute, bitte, wenn es in meinem Kanal steht oder sonst irgendwas, dann bitte nicht die ganze Zeit anschreiben, weil das ist in der Zeit ein bisschen nervig so. Aber, letztens habe ich mal eine PN bekommen, die habe ich gestern beantwortet. Ich weiß nur nicht mehr den Namen. Ich glaube irgendwie sowas mit One Piece oder sowas hieß der. Und der hat mich gefragt, was ich denn besser finden würde, Empire oder Napoleon. Und dann habe ich ihm eine kleine Sache hingeschrieben, was so meiner Meinung nach besser ist und warum und so. Halt so ein paar Sachen hingeschrieben. Vielleicht guckst du ja jetzt gerade das Video. Und ja. Nämlich echt cool. Ja, und was der Medusa 2010 anbelangt, ich habe im Moment auch leider keinen Kontakt so richtig mit ihm. Deswegen kann ich euch gar nicht sagen, was gerade so abgeht. Ich habe keine Ahnung, er macht nämlich auch relativ wenig Videos gerade in letzter Zeit. Muss ich mal schauen. Das war dann mal wieder klar, dass die Scheiß-KI nicht in meine Sperre reinläuft, wenn ich mal welche aufstelle. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob unsere schöne feindliche KI auch noch vorrückt oder ob die es da bleiben. Irgendwie machen sie gerade ein bisschen buggy hier. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus, irgendwie. Ja, das brauchen die Italiener hier mal, die italienischen Rebellen, ein bisschen Disziplin. Ja, genau, sieht schön einheitlich aus, muss man sagen. Ein bisschen zu einheitlich für meinen Geschmack. Aber warum nicht? So, das rechte Bein nach vorne. Das rechte Bein nach vorne. Ja, genau. Schön macht ihr das. Das ist mal echt ein cooler Tanz irgendwie. Was alle mal so machen würden, sieht mir sehr cool aus. So, jetzt die Bajonetten in die Hand. Also, ja, das Gewehr halt in beide Hände. Ja, und wieder runter zum Stiel des Gewehres. Hast du keine Ahnung, wie das Ding heißt? Ja, und wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, jetzt reicht's. Ich hab irgendwie Angst, wenn ich da rauslaufe, dass ich sterbe. Ich bin mir nämlich da ernsthaft nicht so sicher, ob wir das überhaupt schaffen würden. Das sind eigentlich 1200 Fußartillerie, das mag ich gar nicht. Schon Fußartillerie irgendwie ja eklig. Also unseren General schicken wir mal da in so einen Schatten von so einem Haus rein, dass er nicht drauf geht hier. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir Angreifer oder Verteidiger sind, würde ich jetzt die Zeit abwarten. Aber da ich das jetzt nicht weiß, greife ich lieber an.
nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir die angegriffen haben. Ah, dann haben wir Cazadores, damit können wir es immer ein bisschen nerven hier. So, meine Freunde, jetzt seid ihr dann ein bisschen genervt. Hoffentlich. Und Spanier, anlegen. Anlegen. Feuer. Was ist das für eine Salve? Alter, alle schießen, wann sie wollen. Schlimm, sieht ja gar nicht hübsch aus. Komm, wir brauchen die Einheit lieber viel dringender im Kampf. Das war im Spielchen treiben da hinten. So eine schöne Salve, Freunde, schießen, komm. Das glaube ich noch nicht, was macht ihr hier eigentlich so, ey, schlimm. Ja, selbst die Italiener disziplinierter als ihr hier, unsere feinen, unsere dreckigen, grün, rot, weiß gekleideten. So, die können wir mal ein bisschen weiter ausdehnen, dass wir Leute feuern. Oh, die Salve war nicht schlecht. So, jetzt hier hin, das sollte reichen. Gott sei Dank gehen die nicht in den Nahkampf über. Ah, jemand hat auch geschrieben, ich soll mehr in diese Sicht hier gehen. Fällt mir gerade ein, dann werden wir das doch einfach mal tun, wenn wir irgendeinen Soldaten mit Muskete finden würden. Das ist immer nämlich das Problem, da geht es immer meistens zu diesen Haufen und zu diesen hässlichen. Das kann ich gar nicht ab. Die machen ja nichts. Kann einer von den Au! Einer von den zwei da mal kurz eben sterben. Ah. Was macht er denn? Hä? Komm mal sterben da vorne, komm, hau weg. Oh. Teilweise habe ich so viel Glück, teilweise eben halt nicht. Vielleicht kann man aber auch mal so kämpfen. Ja, schade eigentlich. Oh, also Leute, ihr seht es. Ich will auf euch. Au, cool, wir haben einen erwischt. Also einer. Oh. Hey, vielleicht triffst du da hinten einen Reiter. Sieht relativ gut aus. Bam. Blöd ist, man erkennt immer noch nicht, ob der gestorben ist oder eben jetzt nicht. Habe irgendwie das Gefühl, dass der jetzt gerade eben gestorben ist. Also ihr seht, ich will es zwar machen, aber es ist halt einfach extrem schwer, so wirklich hinzukriegen. Oh. Dragoner kommen. Bitte nicht in mein Mittelfeld rein. Das sind diese ganzen kleinen Einheiten, die keine Quadrat mehr bilden können.
Oh oh. Ist gerade etwas ein schlechtes Gefühl, muss ich dazu sagen. Oh, jetzt drehen sie wieder um. Loser. So, ich greife jetzt mal mit unserem General die Artillerie auf dem Hügel da an. So, die haben jetzt ganz schön dezimiert. Und ich habe mir auch schon überlegt, bei diesem, wenn ich dieses Herr der Ringe Let's Play da machen würde, fällt mir gerade ein, wäre eine gute Idee vielleicht auch, dass ich euch ein bisschen mitentscheiden lasse, wer jetzt gewinnen soll oder wer verlieren soll, wo und wie und warum und so weiter und so fort. Sowas könnte ich euch auch fragen. Ich könnte euch dann immer so Fragen nach jedem Let's Play stellen, mal gucken, wie das läuft. Wenn sich ein paar Leute melden, was mich freuen würde. Ich würde sowieso immer freuen, wenn mal ein paar Leute noch ein paar Comments schreiben. Dann könnte man das sogar so machen. Komm. Stresst hier nicht rum, ihr Loser. Ne? Ciao. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Ich weiß, dass mein General angegriffen wird, aber ich habe keine andere Kavallerie. Ich hätte das doch ein bisschen schneller beenden können, oder? Das glaube ich ja jetzt nicht. Na, du bist auch so eine Ragazzi, du. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. So, dann reite ich den jetzt in den Rücken. Ah, ich habe gewonnen. Eine epische Schlacht. So, nochmal kurz wegen dem Third Age. Da wird es vollermaßen laufen. Ich will bei der im Mehrspieler beim Hot Seat alle Nationen an und spiele eine Nation nach und nach. Und verschiebt die Armeen, kämpfe die etc. Und ich würde das dann halt ein bisschen irgendwie so spielen, dass mal halt hier welche verlieren, mal da ein bisschen verlieren. Halt, ja, so lange wie ich entweder Bock habe oder so lange wie die, wie viel Rundenzeit das Spiel bieten würde. Weil ich glaube, da wird man in 100 Jahren noch dran sitzen. Aua. Ja, Loser, ne? So. Aua. Autsch. Ja, ich würde sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Und machen dann demnächst weiter.